Ein Jahr, in dem ich mich nach Anthony William Medical Medium ernähre. Ein Jahr, in dem ich eine Krankheit heile, die laut Schulmedizin gar nicht möglich ist zum Heilen. Ein Jahr, in dem sie so, so viel getan hat und ich so, so viele Symptome schon heilen habe dürfen. Hi, herzlich willkommen zurück bei Just the One, unvollkommen, vollkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du schon mitbekommen hast, geht es heute um ein Jahr Ernährung nach Anthony William Medical Medium und was sich alles dazu getan hat. Es wird jetzt wirklich so eine kleine Videoreihe sein. Und zwar darum, da ich einfach nicht alles in einem Video hineinpacken möchte. Weil dann geht es so eine Stunde und dann sind einfach viel zu viele Informationen da. In den nächsten Wochen werden jetzt Videos hinauskommen. Einmal wie der Umstieg für mich war. Ja? Denn das kann ich jetzt schon sagen, es war alles, alles andere als wie einfach für mich der Umstieg. Wie das Umfeld auf meinen Umstieg reagiert hat, ja, mit welchen Vorurteilen man doch so etwas zu kämpfen hat, ja, wie sie die Ernährung auf meine Beziehung auch ausgewirkt hat. Tja, das alles wird es jetzt geben, aber heute möchte ich dir einfach mal erzählen, welche Symptome ich schon heilen habe dürfen durch Anthony William Medical Medium, durch seine Informationen und wie es mir jetzt eigentlich geht. Gerne mal zu Beginn, es sind sage und schreibe 28 Symptome, die ich jetzt in einem Jahr heilen habe dürfen. Mit allem, was ich gleich mal am Anfang anfangen möchte, ist, und man sieht das auch schon so schön, meine Haare. Tada! Seit ich die Ernährung mache, habe ich keinen Haarausfall mehr. Sie brechen auch nicht mehr irgendwo in der Mitte ab. Im Gegenteil, sie wachsen und gedeihen. Es ist jetzt, ja, bis hier doch schon wieder gut gewachsen. Also es geht über den Bauchnabel mittlerweile schon drüber, meine Haare. Man sieht da wieder die Wellenformen, ja. Das bleibt einfach. Also ich muss gar nichts tun. Ich binde mir einfach nur meine Haare zusammen, muss nichts weiter tun, muss kein Glätteisen, sonstiges verwenden. Sie sind da viel, viel griffiger geworden, also viel, viel fester wieder und nicht mehr so fein. Und was auch ein totaler Segen ist, ist einfach beim Durchkämmen, sie verknoten nicht mehr. Davor habe ich durchgekämmt und kaum habe ich durchgekämmt, ja, was schon eine richtige Qual war, überhaupt durchzukommen, sind sofort wieder neue Knoten da gewesen. Und egal mit welchen Packungen und mit welchen Haarpflegeprodukten ich da gearbeitet habe, es war nie eine Besserung. Und jetzt mittlerweile verwende ich weder eine Pflege noch irgendwelche Öle, gar nichts mehr. Ich verwende einfach nur mehr ein Shampoo. Was auch weggegangen ist, ist das Aufschrecken in der Nacht. Ja, also ich bin ganz, ganz oft schweißgebadet und zitternd, schreiend in der Nacht aufgewacht. Da hat mich zuerst mal mein Freund einmal beruhigen müssen und dann bin ich wieder ganz, ganz zittrig und ganz, ganz schlecht eingeschlafen. Das ist weg. Und das ist weggegangen im ersten halben Jahr. Was auch noch dazugekommen ist, was auch eben gleich weggegangen ist, waren auch die Schlafstörungen oder die Probleme mit dem Einschlafen. Davor bin ich meistens so bis 3, ja höchstens sogar mal 5 in der Früh wach gewesen und habe nicht schlafen können. Egal, was ich probiert habe, Meditationen und sonstig etwas, ich habe nicht einschlafen können. Und das ist auch so in den ersten 3 bis 5 Monaten einfach weggegangen. Mittlerweile schlafe ich wie ein Baby. Ich laufe meine 8 Stunden am Tag durch. Ich wache zwischendurch nicht auf, was richtig, richtig toll ist. Schlaf durch und ich bin fit am Morgen nach dem Aufstehen. Und wie oft war das? Ich habe das davor nicht gekannt mehr. Ich bin wach geworden und hätte weiter schlafen können, weil ich so, so, so müde war. Und mittlerweile stehe ich auf und bin einfach fit. Und kann den Tag wirklich mit einer Frische starten, die ich davor nicht gedacht habe, dass das funktioniert. Was auch weg ist, ist einmal der ganz, ganz starke Nachtschweiß. Also wo ich wirklich komplett durchgeschwitzt und richtig nass, ja, als hätte man mich gerade unter die Dusche gestellt, wach geworden bin. Das ist weggegangen. Auch so mit in den ersten 3 bis 5 Monaten ist es einfach so jeden Tag schleichend immer weniger geworden. Und was auch weggegangen ist, das Schwitzen über den Tag.
Das ist ganz, ganz stark geschwitzt. Ja, man geht so, macht so drei Bewegungen, geht so ein bisschen und dann so Schweißausbruch. Es ist weg. Ich kann wieder die Treppen hochgehen oder generell irgendwo hingehen, ohne einen Schweißausbruch zu bekommen. Richtig, richtig toll. Ich habe endlich wieder einen normalen Puls und einen normalen Herzschlag und keine Aussetzer mehr. Also das heißt, ich stehe auf oder auch über Nacht, ja, wo mein Freund oft mal richtig Panik schon bekommen hat, ja, weil mein Herz so stark gerast hat, ist einfach alles weg. Ich kann wieder ganz normale Sachen machen, ohne richtigen Herzrasen, sei es zum Beispiel die Treppen aufsteigen, ja, Treppen hochgehen oder nur hier so, haben wir so ein bisschen, ja, eine doch so eine Erhöhung hinaus. So bei uns, da kann ich überall herumgehen. Wir haben da gleich den Wald, da kann ich auch bergauf gehen, ohne Herzrasen, ohne sofort dann Puls, alles in die Höhe geht und es ist einfach schön. Und meine Nägel schauen auch wieder richtig, richtig toll aus. Ich habe hier am linken Ringfinger und am rechten kleinen Finger habe ich Nagelablösungen plus Entzündungen darunter gehabt. Also es hat geeitert, das war alles andere als appetitlich und ich habe das natürlich untersuchen lassen, ich habe sogar den Nagel einschicken lassen. Es ist rausgekommen, es ist kein Pilz, es ist einfach irgendwie eine Entzündung und habe dann ein Jahr lang fast gecremt, ja, also ständig gecremt mit so einer Creme, die einfach Pilz, Entzündung und so weiter, ja, alles abgedeckt hat und es hat nichts geholfen. Dann habe ich mit der Ernährung angefangen und siehe da, binnen einem Monat alles weg. Alles weg. Auch diese ganz starken, brüchigen Nägel, starke Längsrillen, das ist weg. Ich habe mir ja auf richtig, richtig blöde Art und Weise meinen linken Fuß verletzt 2021. Es hat dann wirklich lange gedauert, also ganz, ganz viele Behandlungen, ja, die nichts geholfen haben. Und dann hat es so ein halbes Jahr circa gedauert, bis ich mal wieder draufsteigen habe können. Und es war aber noch immer geschwollen, also die Schwellung ist nicht zurückgegangen. Und dann ab und zu danach noch Schmerzen und ein Jahr Anthony William Medical Medium. Nicht einmal ein Jahr, sondern eigentlich nur ein halbes Jahr. Fast ein halbes Jahr. Die Schwellungen sind weggegangen und es schmerzt auch gar nicht mehr. Und bei meinen Händen, ich habe ja Karpaltunnelsyndrom in beiden Händen, sowie auch diesen hängenden, schnellenden Finger in beiden Händen. Und das habe ich jetzt eigentlich richtig, richtig gut schon langsam im Griff. Ich muss noch aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, sei es an Hausarbeit oder sei es am PC schreiben oder generell irgendetwas schreiben, darf ich noch nicht zu viel machen. Aber es ist wirklich schon mal besser. Also die Schmerzen, die ich zum Beispiel in den Drehungen so gehabt habe, das habe ich gar nicht machen können, weil sofort der stechende Schmerz da war. Ab und zu habe ich noch hier so in den Gelenken da eben drin hat noch die Schmerzen. Merke es, wenn ich zu viel mit meinen Fingern tue, aber ich kann abbiegen, ohne hängen zu bleiben. Ich kann wieder drehen, ohne stechende Schmerzen. Und psychisch geht es mir einfach richtig, richtig gut. Von den immer wiederkehrenden negativen Gedankenkarussell, das was von in der Früh bis am Abend war, von den ständigen Sorgen machen um Gott und die Welt, das ist einfach viel, viel besser geworden. Also dieses Gedankenkarussell, dieses negative Gedankenkarussell habe ich wirklich gut durchbrechen können durch die Ernährung. Aber auch durch Persönlichkeitsentwicklung, durch die Ernährung, es viel, viel weiter und viel besser vorangegangen ist mit der Persönlichkeitsentwicklung. Es fließt einfach richtig gut dahin und es ist nicht mehr so stockend. Viele Dinge, die ich verstehe, die ich davor nicht so ganz verstehen habe können. Viele Dinge, die ich jetzt ganz, ganz einfach ändern kann, die ich davor gar nicht einfach ändern habe können. Was auch ist, ich bin viel ruhiger geworden. Ich habe meine Emotionen viel, viel besser im Griff, ja. Also die Emotionen, vor allem die steckende Wut, die ich nie rausgelassen habe, die eben mit Kindheitstrauma zusammenhängt, ja. Ah, das ist jetzt viel, viel besser. Ich bin nicht mehr so wütend den ganzen Tag über, ja. Denn Wut möchte ja hinaus. Wut ist etwas, was nach außen gerichtet ist, eine Emotion, die will raus, ja. Und ich schaffe es jetzt einfach auch, diese Wut rauszulassen. Anderen nicht gelebten Emotionen, wie zum Beispiel Trauer, ja, auch das darf ich jetzt und kann ich jetzt eben auch leben lassen. Und da hat die Ernährung, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung zu beiden gleichen Teilen einfach ganz, ganz viel mitgebracht, also mitgemacht.
Und da generell kann er auch ganz, ganz gut jetzt mittlerweile schon wieder mit Stress umgehen. Davor war eine kleinste Sache, beispielsweise nur, sagen wir jetzt, das hier fliegt jetzt um. Und das passiert jetzt mitten während einem Video. Boah, da ist wirklich die Welt gerade für mich zusammengebrochen, ne? Also so kleine Stressfaktoren, die einfach ganz, ganz viel Auswirkung gehabt haben und jetzt auch einfach gar keine Auswirkung mehr haben. Ja, jetzt fliegt es halt runter, na, ist ja egal, mach mal weiter. Ne? Also ich habe psychisch hat sich ganz, ganz vieles getan. Ich bin generell ruhiger geworden und ich fühle mich einfach wieder viel, viel mehr bei mir und zwar tatsächlich bei mir und dass ich jetzt einfach wirklich mein wahres Ich leben kann und darf und das ist einfach richtig beruhigend und schön. Oft war es bei mir eben auch so, dass ich überhaupt keine Luft nicht bekommen habe und das ist komplett weg. Also ich kann wieder ganz normal atmen und was eben auch weg ist, sind diese chronischen Erkältungen, ne? Also ich war dann wirklich schon das ganze Jahr über war ich erkältet. Im Winter ist es dann auf die trockene Heizungsluft geschoben worden, ja, so dass ich dann sogar schon auch Asthma-Sprays benötigt habe. Im Sommer, Frühling, Sommer waren es dann immer irgendwelche Allergien. Ja, also ich habe ja ganz, ganz starke Pollen- und Gräserallergien immer wieder gehabt, aber das ist dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden, so dass ich dann einfach schon das ganze Jahr über erkältet war. Und da bin ich ganz, ganz viel von Arzt zu Arzt immer gelaufen und ganz, ganz viele Sachen immer bekommen. Aber es hat nie etwas geholfen, bis ich dann mit der Ernährung angefangen habe. Mittlerweile ist es so, dass ich nur mehr, ja, in der Früh halt doch so noch ein bisschen herumschnupf und mir doch so noch ein bisschen oft halt die Nase putzen muss. Da kommt es aber wirklich ganz drauf an, ob ich viele von diesen Nusssoßen, die ich ja so sehr liebe, gegessen habe oder nicht. Ja. Und was mir jetzt eben aufgefallen ist, was ich einfach so richtig genieße eben schon, ist einfach, und zwar, es fängt jetzt eben schon einiges an zu blühen. Und ich bin jetzt vor 2 Tagen bin ich draußen gestanden, wir haben den Müll weggebracht und dann war eben dieser Baum, der was gerade in voller Blüte steht, und ich habe diesen Duft von der Blüte riechen können, ohne Augen jucken, ohne sofort niesen zu müssen, ohne Tränen der Augen. Es war einfach so erleichternd für mich und einfach so ein wunderschönes Gefühl, weil ich endlich wieder diesen Duft riechen kann, ohne gleich einen kompletten Zusammenbruch zu haben und sofort weg zu müssen, weil man es nicht mehr schafft. Ne? Und jetzt kommt man natürlich zu meinem Thema, warum ich mit der Ernährung überhaupt begonnen habe, nämlich Schilddrüse. Du kennst vielleicht schon meine Schilddrüsenvideos, wenn nicht, schau sie dir gerne an. Du findest sie alle hier auf meinem Kanal. Und mir hat das ja mit der Schilddrüse richtig, richtig ordentlich erwischt. Und siehe jetzt hier, wie schön das alles schon zurückgegangen ist. Also so schön war es noch nie. Normalerweise war der Kropf bis hier. Also wirklich, wirklich ganz, ganz. Ganz, ganz stark vorhanden. Ja. Morbus Basedow, die unterschiedlich großen Augen, die eben auch dieses Stechen hinter den Augen hervorgerufen hat. Ja. Also nicht nur ästhetisch nicht schön ausgeschaut hat, sondern eben auch wirklich, 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 wirklich grauenhaft gewesen ist, schmerztechnisch. Die Schmerzen sind komplett weg. Die Schmerzen sind weggegangen in der Schilddrüsenreha im 2. Monat, wie ich den HMDS eben eingeführt habe. Dass es immer weiter zurückgeht, das geht bis jetzt noch, ja, laufend eben bis jetzt noch, dass sich immer wieder noch etwas verändert und auch der Kopf oder Hashimoto-Thyreoiditis immer weiter zurückgeht. Ne? Also die Schwellungen immer weiter zurückgehen und das ist laufend einfach. Und was mir einfach da richtig, richtig toll gefallen ist, und was mir in letzter Zeit immer mehr einfach auffällt, ja, dass man mir einfach nicht mehr ansieht, dass ich krank bin. Und das ist für mich so eine Erleichterung, ja. Einfach wieder ja, es hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber einfach wieder die eigene Schönheit wieder zurückbekommen zu haben, ja, durch die Ernährung, ja, denn es war für mich schon ein riesengroßer Störfaktor. Ich habe ja meine Augenfarbe ja immer geliebt und auf einmal waren die zwar verschieden groß und ästhetisch nicht mehr schön ausgeschaut, ja, oder immer an ja, normalen, schlanken Hals gehabt. Auf einmal hat man da so
so einen richtigen, ja, eine richtige Schwellung einfach hervorstehen. Ne? Ich habe mich einfach ganz deformiert gefühlt, den ganzen Körper. Dann war es ja eben auch noch so, dass noch die Wassereinlagerungen, die ganz, ganz starken Wassereinlagerungen dazugekommen sind. Wenn du Wassereinlagerungen hast, dann weißt du, wie es ist. Es druckt einfach. Und ich habe die Wassereinlagerungen nicht nur auf einer Stelle gehabt, sondern am ganzen Körper, ja, vom Kopf bis Fuß. Mein Kopf hat sich angefühlt, als würde er gleich abfallen. Ja. Ich bin in der Früh aufgestanden, es hat sich schwer angefühlt. Die Füße haben einfach gedrückt. Jeder Schritt, den ich gemacht habe, war irrsinnig schwer. Und diese ganzen Wassereinlagerungen sind jetzt komplett weg. Ja. An den Füßen hat es wirklich noch lange gedauert. Zuerst sind sie im Kopfbereich zurückgegangen. Dann eben überall am ganzen Körper. Und in den Füßen hat es jetzt noch am längsten gedauert. Und das ist mir jetzt eigentlich erst so vor 2 Wochen, nicht einmal, ist mir aufgefallen, so, hey, ich habe keine Wassereinlagerungen an den Füßen mehr. Also ich habe jetzt wieder mein normales Gewicht wie vor der Erkrankung. Ich fühle mich einfach so irrsinnig frei, weil das einfach weg ist, weil man auch wieder seinen Körper endlich zurück hat. Und es ist ein unglaubliches Gefühl und man ist so unglaublich dankbar, nicht nur für Anthony Williams, sondern auch für sich selbst, damit man das durchgezogen hat und damit man in so kurzer Zeit, noch so lange Erkrankung, so viele Fortschritte gemacht hat und diese Fortschritte immer weiter und weiter gehen und man einfach weiß, okay, wenn jetzt irgendetwas kommt, wie zum Beispiel ein Flair eben, man dank Anthony Williams einfach die Werkzeuge in die Hand bekommt, um einfach diesen Flair stoppen zu können. Was einfach so, so toll ist und jede Frau, die das hat, die wird sich ja danach sehnen, damit das alles aufhört und zwar PMS ist so zurückgegangen, dass ich es gar nicht beschreiben kann, wie unendlich gut sich mein Unterleib anfühlt. Und das ist jetzt fast weg. Es ist viel, viel leichter. Auch die Unterleibsschmerzen während den Tagen. Also, wenn jetzt PMS nochmal hochkommt, dann ist es so, wenn ich wirklich ganz, ganz viel draußen eben gewesen bin, dann kommt es wieder verstärkt. Aber dann kommt es nur höchstens eine Woche, bevor ich meine Tage bekomme. Und dann nur ganz, ganz leicht. Also es ist, ja, es ist fast nicht mehr da. Und es ist einfach so, so toll, weil man einfach merkt, hey, man kann wirklich schmerzfrei seine Tage bekommen. Also was jetzt komplett weggegangen ist, ist der Blähbauch. Da habe ich wirklich lange benötigt, jetzt wirklich fast ein Jahr, um diesen Blähbauch und die Blähungen auch komplett wegzubekommen. Ja, also davor war es ja wirklich, war wirklich aufgebläht, ab und zu war der Bauch ja richtig steinhart, ne? Und das ist jetzt weg. Ja, also egal, was ich esse, diese Blähungen sind weg. Und es ist einfach Hammer. Das ist Hammer. Auch das nach dem Essen, ja, dass ich dann Magenkrämpfe bekomme nach dem Essen, das war sofort am ersten Tag bei der Umstellung weg. Also ich habe sofort am ersten Tag nach dem Essen keine Magenkrämpfe mehr bekommen. Und ich habe natürlich auf die Uhr geschaut. Ich habe gewusst, okay, 5 bis spätestens 10 Minuten später nach dem Essen werde ich entweder Magenkrämpfe kriegen oder wir auf die Toilette laufen müssen mit Durchfall oder Verstopfung. Na, oder Bauchkrämpfe. Und das war am ersten Tag gleich bei der Umstellung komplett weg. Also ich bin nicht mehr auf die Toilette nach dem Essen gelaufen. Ich habe keine Magenkrämpfe mehr gehabt und der Durchfall und die Verstopfung, das hat sich auch gelöst. Was auch am ersten Tag war, ist, dass ich nicht mehr mit Durchfall auf die Toilette laufen habe müssen und die Verstopfung ist eigentlich auch in den ersten Wochen wirklich weggegangen. Und was auch ganz, ganz toll ist, dass ich es oft einmal gehabt habe, diese komplett aufschwellende Übelkeit aus dem Nichts heraus, das ist weg. Das habe ich nur mehr, wie eben beim PMS, wenn ich viel, viel draußen bin. Und auch die Heiserkeit, die ja gerade auch anfängt, wo ich ja ganz oft heiser gewesen bin, egal ob ich viel geredet habe oder gar nichts geredet habe, ah, das ist weg. Und was noch so eine riesige Erleichterung war und ist einfach, dass die Kopfschmerzen und die immer wieder kommende Migräne weg sind.
Und die sind weggegangen. Das hat schon auch vom Anfang an bei der Ernährung hat sie das immer alles gelegt. Vor allem die Migräne hat sie ganz, ganz gelegt, ne? Und richtig weggegangen sind die Kopfschmerzen und die Migräne, wie dann den Heavy Metal Detox Smoothie im zweiten Monat der 90 Tage Reha für die Schilddrüse eingeführt habe. Ab da war es weg. Auch diese Lichtempfindlichkeit, ja, einige werden das jetzt kennen, und auch dieses Schlechtsehen, egal ob man jetzt Migräne hat oder nicht, ja, auch das ist komplett weg. Also ich bin nicht mehr lichtempfindlich. Aber ich muss ja dazu sagen, diese Lichtempfindlichkeit, das hat wirklich noch lange danach auch noch angehalten, ja, auch wenn die Migräne schon weg waren, die Kopfschmerzen weg waren, war die Lichtempfindlichkeit doch noch da. Das ist so im, ja, so ab Weihnachten letztes Jahres um diese Zeit herum ist die Lichtempfindlichkeit weggegangen und alles schlechte Sehen wird jetzt noch immer wieder besser. Und was für mich auch noch so ein richtiger Aufheben ist, ich habe das nicht bei dieser frozen Schulter, also dieses steife Schulter, dass jede Bewegung fast gar nicht mehr machbar gewesen ist, weil es nicht mehr wirklich gescheit bewegen gegangen ist, ja. Oder wenn ich dann lange so eben stehe, wie ich jetzt stehe, dass ich dann nicht mehr wirklich die Knie beugen habe können oder generell enorme Schmerzen beim Kniebeugen eben sind. Ja, das ist viel, viel besser. Viel, viel besser. Es ist noch nicht zu 100% weg, aber es ist auch nicht mehr störend und schmerzhaft tagtäglich da. Im Großen und Ganzen kann ich wirklich nur jedem die Ernährung empfehlen. Und ich bin so, so unglaublich dankbar für Anthony William Medical Medium, für das, dass er diese Informationen weitergibt. Es ist unbeschreiblich, wie dankbar ich bin. Und jedes Mal, wenn ich in den Büchern, in seinen Büchern nachlese, kommt einfach so eine enorme Dankbarkeit hoch, weil es einfach so unglaublich ist, auch Fragen, die man jahrelang der Schulmedizin gestellt hat und dann ja oft sogar schon wirklich angeeckt worden ist, ja, und runtergemacht worden ist und angeschrien worden ist mit, das ist einmal so, das ist einmal so und ich habe das ja studiert, das ist einmal so. Und dann liest man da bei Anthony William und man bekommt endlich die Antworten, die einem so, so lange gefehlt haben. Und es ist einfach unglaublich und ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Mir hat das sehr, sehr stark geholfen, auch bei den Unreinheiten, auch bei meiner Haut, ja, die Unreinheiten, was weggegangen sind, was wirklich gut weggehen, auch diese Entzündungen, was gut weggehen, auch die Falten, die ich langsam schon bekommen habe, die muss ich wieder auffüllen, ohne dass ich irgendwelche Antifaltencremen oder Botox oder Hyaluron oder sonst irgendetwas spritze, einfach nur durch die hohe Trinkmenge und durch die tolle Ernährung, ja, denn Ernährung macht so, so viel aus für alles, ja, für Körper, Geist und Seele. Und falls du Hilfe benötigst, dann scheu dich nicht, du kannst dich gerne bei mir melden, denn umso dankbarer bin ich einfach auch jetzt, dass ich die tollen Informationen von Anthony William weitergeben darf und da eben auch Menschen helfen darf mit etwas, was mir geholfen hat. Und nächste Woche kommt es neue Video draus, dann eben, wo es darum geht, wie mein Umfeld auf die Ernährungsumstellung reagiert hat, was so die Herausforderungen waren und wie damit eben umgegangen bin mit, ja, auch mit Ärzten, die da ordentlich draufgekaut haben. Ich wünsche dir bis nächste Woche ganz, ganz viele neue Erfahrungen und ganz, ganz viele neue Erkenntnisse und wir sehen uns. Tschüss, Baba!